natürlich, bis am heute empfangen wir erst in Melüse, um erst von einer Fingergeschichte zu reden. Wir werden erst das kleine Beispiel hier vorstellen. Da geht es um den kleinen Daumen. Und das Ziel ist natürlich, das kleine Elsässische beizubringen. Sie waren einmal fünf kleine Finger. Der kleine Daumen ist gerade durchgekommen. Da hat ihn auf dem Schoß genommen. Da hat ihm ein großer Schmüsel gemacht. Klein spielt Kind am allerersten mit ihren Fingern. Und wenn man weiß, dass man die Wörter besser lehrt, wenn man ihm selber mit den Händen zeichnen macht, versteht man einfach, dass das neue deutsche und elsässische Beispiel wertvoll sein kann. Ehrlich, großer Lampaüs. Klack, 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 klack. Ich blitz auf meinem Bett und schlupf unterm Decker. Es ist immer wichtig, so ein Buch zu machen, weil wir mit den Kindern können wir mit den Fingern spielen. Oh, für mich ist es noch es ist erst einmal, wenn ich so eine Bücher habe. Aber es ist super, weil die Kinder mitmachen können. Und sie können das mehr verstehen. Ein Fingerspielgeschichte, wo in Änderung von der Marie Brignon hergestellt ist. Ein Orthophonist, wo Orich die Hände benutzt, wenn sie mit ihren kleinen Patienten schafft. La chorégraphie des mains dans une comptine bien choisie, eh bien, elle illustre la motricité de la langue. Par exemple, si je fais toc 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 tortue sort ta tête toc 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 tortue sort ta tête il ne pleut plus. Alors, quand je fais toc toc toc, je fais trois fois un T et le T phonétiquement, c'est la pointe de la langue qui vient toucher l'avant du palais, derrière les incisives du haut, hein. Eh bien, cette micromotricité, ce travail fin de la langue, cette occlusion, cette percussion, elle est vraiment mimée par les mains. Et du coup, on dit que la macromotricité est au service de la micromotricité. Marche, Maldina, Gigalatsua. Gebärtisch aus Macon lebt und schafft Marie Brignon seit Jahren in Melüse, wo sie auch jetzt das Elsässische lehrt. Sie hat Musikalität von Sprache gehört. Deswegen hat sie auch gewählt, dass ihre Dümmengeschichte auf Elsässisch veröffentlicht wird. Davor hat sie inge und drum die Hilfe von Devlin Truxler bekommen. Man kann so schöne Gedichte auf Elsässisch. Und das ist wirklich ein schöner Spruch, der wirklich musikalisch ist und wo man wirklich eine Freude hat für seine Aussprache. Jetzt wird's wohl Nacht und da schlummert langsam nie. Das ist die einzigste Lesung, als die Kinder wieder anfangen, Elsässisch zu reden. Und wegen dem, wenn mehr als jetzt Elsässisch in die Schule kommt, was passiert in der Regioschule und in allen ABCM-Schulen. Und für das brauchen die Lehrer Material. Sie brauchen Werkzeug für mit den Kindern spielen. Denn wir wissen es alle, die Kinder lehren im Spielen. Und für das ist es gut, wenn man so Material hat. Guten Tag, liebe Leute! Guten Tag! Ob auf Deutsch und natürlich noch viel mehr auf Elsässisch, gibt es fast keine Bücher um diese kleinen Kinder mit einfachen Wörtern, wo für ihr Alter angepasst sind, die Sprache ins Ohr zu bringen, damit sie sie auch lehren können. Nicht immer einfach auch für den Lehrer, der viel Inbildungskraft haben, um ihr eigenes Material zu besteln. Alle guten Ideen sind also in dieser Klasse wie in alle anderen zweisprachigen Klassen willkommen, damit die Knäckese wieder mit Plaisir lehren. Geht da over, Arisama, geht da over, geht da over, Arisama, geht da over. Plötzlich unsere Frau hat frisch jetzt mit dem Jackie Forler ein Zuckerbeck, wo aber auch Arisch geht seit Jahren in seinem Folklore-Gruppe tanzt.
bin der Jacqui Vorloch von Overmudre. Ich bin Zuckerbeck und ich stehe im Trochterverein schon fast schon über 40 Jahre. Und hast du ein Lieblingsdessert? Ein Lieblingsdessert ist sicher ein Apfelkuchen. Ein ganz gewöhnlicher Apfelkuchen. Mit was? Auch mit einem Hüfenguss. Wie viel studierst du in dem Trocht? Prima. Das sind unsere Traditionen und die müssen wir wieder gehen. Bist du frach oder frisch? Ich bin frach. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Bauer vom Land und auf dem Land ist man frach. Was macht die Glickli? Glickli eigentlich Musik, Tanzen, mit Kameraden zu sein und einer drauf machen. Sonderschön oder Sportschlauben? Für Tanzen soll man kein Basket anziehen. Elsass oder Grand Est? Ja, Elsass natürlich. Wenn man einmal so ein Glas Champagner in Geschenk hat, wir nicht nehmen. Hast du ein Lieblingswort auf Elsassisch? Ja, schön gingli. Und ein Sprichwort? Ein Sprichwort? Levere, Sechser im Lotto, also Order im Velo. Singst schon selbst? Jo, das Elsass, unser Land, das ist mein Eiding schön. Wir heben es fest am Bandel und lassen uns nicht gehen.